Und dann kam der Konter von Newcastle. Siem de Jong setzt sich durch gegen den Manja Matic. Die Grätsche interessiert den Geist. Der Ball in die Mitte, Ben Yedda. Und was der macht, ist eine Demütigung. Ein absolutes Weltklasse-Tor in der 90. Minute von Wissam. Er entscheidet das FA-Cup-Finale. Das ist der erste Titel für Newcastle seit 1955. Was für eine Partie für den Franzosen Wissam. Er sein 7. Tor. Und wie er das macht, ist einfach Weltklasse. Tunnelt Azpilicueta, der sogar noch in Courtois reinrennt. Der hat da keine Chance, irgendwie ranzukommen. Unfassbar. Treibt den Ball nach vorne, der Pass in die Spitze und zwar auf Michy Batshuayi. Skrtel sieht alles andere als gut aus. Auch Klein wird abgeschüttelt vom Belgier und der bleibt eisekalt vor seinem Landsmann. Und diesmal macht er das Tor, macht das 3:1. 105. Minute innerhalb von 7 Minuten das Spiel wieder auf den Kopf gestellt und die Magpies waren 3:1 in Führung. Das zeigte sich ja wieder einmal, dass Liverpool in der Defensive einfach nicht stark genug war, ganz, ganz schwach verteidigt. Und im Endeffekt ist das dann natürlich überhaupt kein Problem für den Top. Es könnte ja auch einfach mal was funktionieren. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind am Start mit der Serie, bei der es darum geht, dass ein bestimmter Spieler den Gegner richtig auseinandernehmen soll. Und das ist natürlich gerade schon geschehen. Was genau ich meine, erkläre ich euch gleich. Zunächst einmal, wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da ist die beste Unterstützung. 700 Likes wären richtig geil. Der Like-Button ist direkt hier drunter. Vorhin nur ein kleiner Klick, für mich eine große Bedeutung. Auch vorbeischauen solltet ihr auf jeden Fall bei Instagram. Das ist momentan das Social-Media-Network, wo ich am aktivsten bin. Auch Randrun könnt ihr gerne vorbeischauen und natürlich bei Facebook, Twitter, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Das Team, wie ihr gerade schon im Hintergrund sehen könnt, ist Nolings Wasted, spielt sie auch richtig gut. Und warum weiß ich das? Ganz einfach, ich habe gerade schon mal gespielt, aber Jan Elgato hat sich gedacht, ey, ich arbeite bei Alligator und deswegen mache ich einfach mal eine Aktion, die richtig Sinlosium akut ist, bei Schnupfen und Schusswunden Sinlosium akut. Ja, richtig beschissen, denn sie hat einfach nicht aufgenommen. Ja. Ihr kann mal ganz kurz die Statistik zeigen, das ist absolut kein Problem für mich, denn wir haben Ben Yedda vorne drin, das ist übrigens, den es heute geht, Wissam Ben Yedda, ehemalige Newcastle-Legende für mich im Karrieremodus von über 15 und an sich ein richtig geiler Spieler. Der Stürmer ist da beim doch eigentlich schwächelnden Toulouse, kostet 24.250 Münzen, kann ich alles genau sagen, weil ich es gerade schon mal aufgenommen habe. Dazu 83 Tempo, 83 Shooting, 80 Passen, 85 Dribbling, sieht sehr stark aus, 65 Füße, 5-Star Weak Foot Forster Skills, ein bisschen wie Ben Arfa, mit dem Unterschied, dass er nicht Arfa, sondern Yedda heißt, hahaha, und 5-Star Weak Foot anscheinend 5-Star Skills hat. Gut, und was hat er gemacht? Ein Spiel, 3 Tore. Kann ich euch leider nicht zeigen, habe ich nicht. Oh, das regt mich so auf, ne? Ich muss echt mit großen, also mein Gegner muss gleich wieder mit Ben Yedda dealen, aber ich muss viel mit viel größeren Problemen dealen, mit dieser scheiß Elgato-Software. Wenn ihr das seht, ihr Spaßerlacken, macht das mal heile, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, vollkommen egal. So, das Team ist natürlich mal wieder Nolings Wasted, Chesney im Tor, davor war Maxess und Koulibaly, dann in der Rechtsverteidigung, den Kollegen Jung, dann haben wir hier Vierinha, Gilavogi, Coentrao, El-Sharawi, Batshuayi und Nabil Fekir. Meine Lieblingsszene dieses, ja, sieht sehr stark aus in meinen Augen, kann man auf jeden Fall so machen. Die Frage ist, was machen wir jetzt, beziehungsweise wie wird das jetzt laufen? Finden wir wieder so einen Gegner, wie gerade. Der hat sogar ein Legendenteam gehabt. Der hatte Gianfranco Sola. Es war ein richtig gutes Spiel mit 3 richtig schönen Toren. Longshot-Tor war dabei, ein Lattenschuss war dabei, ein Elfmeter war dabei, ein richtig schönes Dribbling-Tor war dabei und ich kann es noch nicht zeigen, weil ich sie mir habe. Zum Kotzen, nicht so ein Gegner. Und bis gleich. Und natürlich dauert die Gegnersuche auch wieder 60 Jahre. Und wir treffen auf, ach Mensch, guck mal an, Wissam Ben Yedda in Form. Mann, ey. Und dazu Aguero, auch nicht gerade schlecht. Pastore, Verratti nicht auf voller Chemie. Also Pastore zumindest nicht. Gut, ich bin ja da auch nicht. Aber ansonsten sehr starkes Team. Natürlich muss ich jetzt auch, wie ihr gerade sehen könnt, in den Fenerbahce-Trikot spielen. Ich wollte eigentlich diesmal die Newcastle-Trikots einweihen. Ja, die Auswärtstrikots mit den weißen Kids und den blauen Stutzen. Und, blauen Hosen auf jeden Fall. Und ich glaube, blauen Stutzen, die richtig cool aussehen. Und jetzt muss ich die Trikots nehmen. Alles läuft hier suboptimal. Ich hoffe wenigstens das Spiel nicht. Auf geht's. So, erster Schussversuch. Letztes Mal war es nach 4 Minuten, da ist er reingegangen. Diesmal wird hart zumindest gefordert, diesen Ball zu halten. Das sah aber an sich schon mal wieder gar nicht so schlecht aus. Das hingegen schon. Müssen wir den hier aufhalten in der Offensive. Oh. War das stark gemacht, Ben Yedda mit dem 1:0. Oh, sehr, sehr schön. Roulette-Spin und dann klasse durchgesetzt und die Ruhe bewahrt im 16er und dann der 5-Star-Refund einfach mal ausgenutzt. Hier, das war schon richtig, richtig gut mit der Agilität. Das ist halt das Schöne bei dem, der ist winzig mit 1,70 und hat genau wie Messi halt auch das, hat einen extrem niedrigen Körperschwerpunkt, beziehungsweise tiefen Körperschwerpunkt. Das heißt, der ist ideal zum Dribbeln geeignet. Das habt ihr gerade in der Situation auch gesehen. Dann machen wir direkt mal weiter mit Ben Yedda oder auch nicht. Weg hier. Ah, aber Vierinha und Batshuayi und 2:0.
Da war der richtig dämliche Freistoß von meinem Gegner, über den ich mich eigentlich aufregen wollte, weil es war keiner, habt ihr eventuell auch gesehen. Aber ja, dann ist im Endeffekt Fege da, der Finalschuss abgefällt von Villarinha, der schießt selber und dann ja, macht einen Hart genau zu Bacioli und der schießt Gott sei Dank nicht daneben im schwachen linken Hauten rein. Das wäre bei Ben Yedder nicht passiert, weil der hat einen Five-Star Weakfoot. Leider haben wir jetzt nicht den Hattrick wie im letzten Spiel, aber wir führen trotzdem 2-0 und das ist ja gut. Oh, wieder muss Hart da eingreifen und wieder lässt dann zur Seite klatschen. Natürlich war der Rainbow total unnötig, aber das ist mir egal. Schusskraft! So bescheuert. Five Star. Weakfoot meine ich eigentlich. Der war schlechter als gedacht, der Abschluss. Schön fahrt den Fake Shot und jetzt der Long Shot und wieder ist Hart da. Aber Ben Yedder macht genau da weiter, wo im letzten Spiel aufgehört und zwar mit richtig guten Offensivaktionen. Die Frage ist, welchen Kopf visieren wir jetzt an? Dem von Fekir ist ein bisschen zu klein. Maxess sieht aber richtig gut aus. Ach, schade. Also sieht nicht richtig gut aus, aber für den Kopfball war es nicht so schlecht. Aber der kann ja sowieso nur Volleys, das ist ja bekannt. Wenn ich weiß, was ich meine, Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ich es nicht sowieso vergesse. Oh, Ben Yedder. Oh, Pfosten. Schade. Sharabi nochmal. Machen wir alleine, oder? Ah. So, Freunde, Halbzeit 0 Schüsse, 0 aufs Tor bei uns, 13 und 9 aufs Tor, 55% Ballbesitz. Das sieht wieder richtig, richtig stark aus. Der Gegner ist gar kein schlechter Spieler eigentlich. Nur kriegt er absolut nichts hin und das ist eigentlich ganz schön, denn so führen wir und können jetzt mit Ben Yedder wieder gleich angreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes gleich, das war wieder mal richtig stark. Der Well will noch nicht so rein, wie er letztes Mal reingeflogen ist, ne? Das war echt schön. Aber trotzdem an sich nicht schlecht. Jetzt die Ecke auf Batshuayi. Ja, schade. Wupp. Schön gespielt. Logie. Zack. Schade, doch, sieht gut aus. Noch nicht vorbei. Nochmal El Sharabi. Jetzt machen wir hier richtig Murks. Schön gemacht und jetzt ist er drin. Jawohl, 3-0. Klasse. Wunderbar gespielt von Guido Vogui und El Sharabi im Zusammenspiel der Franzosen und Italiener. Übrigens, einig von euch mag die Besonderheit unseres Sturmduos aufgefallen sein. Und zwar ja, der aktuelle Newcastle-Stürmer, ne, Michy Batshuayi, und der vergangene Wissam Ben Yedder, beide schon getroffen. Eigentlich ideal. Der hat aber 92 Körperstärke. Ey, wenn ihr die ganze Zeit sehen würdet, was ich mit dem anstelle, ne? Boah, ey. Ich zerskille den die ganze Zeit. Ich achte gar nicht mehr darauf, Tore zu schießen. Ich verarsche ihn einfach nur. Das ist vielleicht ein bisschen abgehoben, so abgehoben. Aber es macht einfach mega Spaß. Ben Yedder mit dem Freistoß. Oh, nicht schlecht. Unser Ben Yedder muss auch noch was zeigen. Und da haben wir noch schon. Und zack, den ersten Verarsch. So, jetzt gegen Kompanie. Den verarschen wir auch, denn wir schießen einfach drauf und Ben Yedder wollte ich sagen, aber Hart ist halt wieder da. Das ist ein bisschen schade, dass wirklich jeder Longshot diesmal gehalten wurde. Was machen wir jetzt? Nicht so rosig. Wir flanken einfach ganz tief auf Maxess, aber der kommt nicht an. Und damit endet die Partie. So, Freunde, Wissam Ben Yedder hat nicht die gleiche Performance abgeliefert wie letztes Mal, aber auf jeden Fall keine schlechte. 2 Tore weniger, aber dafür 1 Elfmeter weniger. Und an sich eine sehr starke Partie von ihm und vom ganzen Team. Der Longshot, den ich so oft versucht habe in der Partie, war leider jetzt nicht drin, aber das macht auch nichts, denn wir gewinnen ja trotzdem gegen diesen gar nicht mal so schlechten Gegner, der aber sich einfach zu sehr hat zerskillen lassen. Der hat sich so hochnehmen lassen die ganze Zeit und dementsprechend ist auch der Sieg im Endeffekt verdient. Ben Yedder mit einer 8,7, sehr, sehr gute Statistik auf jeden Fall bei ihm bisher. 2 Spiele, 4 Tore und gute Leistung, erfolgreiche Dribblings. Wir sehen es hier 16 von 19, manchmal bei Fekir, 8 von 14 bei Ben Yedder. Ja, Gila Bogi mit 10 von 10, Innenverteidiger mit, alle Verteidiger mit voller Quote, sogar Chesney. Und das sah wirklich sehr, sehr stark aus. Hat extrem viel Spaß gemacht, diese Partie. Ich hoffe, euch hat diese Episode auch Spaß gemacht und auch gefallen. Das war auch eine sehr eindeutige Geschichte, wie ihr auch in den Schüssen sehen könnt. Wir sehen uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder, dann mit der nächsten Episode von Deal With oder mit dem nächsten Video, je nachdem, wie ihr das handhaben möchtet. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.